It's time for Rocket League und herzlich willkommen, Freunde, hier wieder zurück bei einer neuen und weiteren Folge Rocket League. Ich habe in der letzten Runde gesagt, ich soll nicht so gutmütig sein und sagen, oh mein Gott, was das ein Sprung, Alter. Und so zuversichtlich sein, dass es heute eine super duper Folge wird. Ja, dass es immer wieder eine super duper Folge wird und dass wir upranken und so. Wir sind in der letzten Runde ja in der Liga runtergegangen wieder. Ja, ich sage jetzt einfach mal, Freunde, wir werden heute noch eine Liga runtergehen, ja. Versuche natürlich das totale Gegenteil, what the fuck, zu erzeugen. Aber ich werde es so predicten. Oh mein Gott, der Ball war drin. Der Freakmaster ist wieder am Start hier. Und hau dir das 1-0 in der ersten Minute und 7 Sekunden. Warum 7 Sekunden? Oh, muss man nicht checken, oder? Ja, nee, der kommt nah an unser Tor. Nee, er geht wieder weg, der Ball. Kommt wieder sehr nah. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gute Chance, sehr gute Chancen hier. Oh, Kopfball. Aber in die falsche Richtung. Oh, jetzt kam hier ein Twist. Ja, da kam der Twist. Oh mein Gott, es geht auf unser Tor und daneben Pfosten. Eine paar. Nein, das ist keine. Das war eine gute Schauchance eigentlich. Oh mein Gott, da kommt der Verteidigungsschuss. Okay, jetzt muss ich rangehen. Oh, er hat ihn nicht mehr gekriegt. Schade. Schade, schade, schade. Schade, muss man echt sagen. Denn das war wirklich. Verdammt nochmal knapp war das. Wirklich auch verdammt nochmal knapp. So. La, wow, wow, bam. Oh, fast noch ein Looping geschafft. In Drehung. So. Die drei Leute einmal vorbeifahren und ich hier erstmal die Punkte absahne. Ich glaube sogar vier Leute fahren vorbei, niemand kriegt den Ball. Drei davon waren Gegner und einer von uns. Ja, geil, hier 2-1. Der Walscher. Walscher, ja. Bester Typ, Walscher war ich auch schon mit dem Typen auf der Grundschule. Nein, aber gut. Gute Mates. Der hat ja eine Kochmütze auf, wie geil ist das denn? Schieß in die Mitte, schieß in die Mitte. Dann schieß halt nicht in die Mitte. Ja, guck, der Walscher, ja. Nice. 3-1. Und noch anderthalb Minuten zu spielen. Das heißt jetzt, ich gehe voll Defense. Vielleicht noch ein bisschen aggressiv. Aber meistens nur Defense. Der Typ ist einfach mal get wrecked, Bitch.
Er hat da wirklich gut angetäuscht und ging dann rein. Das war wirklich Teamplay, was sie da gemacht haben, aber das müsste ich, glaube ich, wieder ein kleines bisschen aggressiver spielen. Ich mache immer so gerne diesen Jump, ich finde ihn irgendwie cool. So, gerade Taktik, diese, den Ball da ein bisschen rauszubringen, beziehungsweise dass sie mich hier nicht irgendwie austribbeln. Taktischer Spielzug sozusagen. Eine Minute. Müssen wir das jetzt noch halten hier? Eine Minute. Der Ball geht in die Mitte. Sehr gut verteidigt. Oh, ich habe sogar den Verteidigungsschlag gekriegt. Den Befreiungsschlag. Na gut, er hat aber eine klasse Parade gekriegt, der Bolschaha-Typ. Ah, verdammt. 3-3. Jetzt ist die Chance aber sehr groß. Entweder wir machen noch ein Tor oder es geht in die Overtime. Ja, flog noch in die Kochmütze rum. Hat aber nichts mehr gebracht. Oh mein Gott. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, ich hab's da vorher gesagt. Also, andersrum trinken bringt auch nichts. Sind wir ja schon die ganze Zeit. Na gut, oh. Eigentlich war's ja ganz gut. Jetzt zum Ende haben wir halt alles verloren, alle Punkte. Oh mein Gott, das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan. Diese verdammte letzte Sekunde. Oh mein Gott, jetzt wird's mal richtig spannend. Jetzt geht's mir gleich schon wieder in den Overtime, meine lieben Freunde. Genau jetzt. So, Nachspielzeit, ja. Ich gehe jetzt in Verteidigungsmodus. Ja, die brauchen mich wahrscheinlich gleich vorne. Ja, die brauchen mich vorne. Ich weiß es nicht. Komm, der Ball muss rüber. Der Ball muss einfach nur weg. Weg und in deren Tor. Mann! Verdammt, komm on. Also, andersrum denken könnte es manchmal schon bringen. Ja, also habe ich gerade eben schon wieder Schmaus erzählt. Nein, ich fliege einfach mal am Ball vorbei. Oh mein Gott, das war so knapp. Das hätte das entscheidende Tor sein können. Komm, hau diesen verdammten Kackball weg. Ja. Gut, ich habe einen Boost. Oh, oh. Nein, da ist es. Das 4-5. Oh mein Gott, das war so ein gutes Spiel. So ein verdammt gutes Spiel. Meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Rocket League. Bis denn und tschüss. Immer positiv denken, ja, auch wenn wir jetzt Liga 2 sind. Scheiße, Mann. Sorry, darf man nicht sagen. Die sehen cool aus.